Ach ja, das vertraute Blubbern des Motors, wenn man über den Kuori brettert. Ja, heute mal wieder am Kuori, solange man noch so über diesen Kuori fahren kann, solange der noch in dieser Art und Weise existiert. Wir sind alle sehr gespannt auf den Umbau des Gewässers und wann der neu designt ist, beziehungsweise wann er rauskommt im neuen Design und wir hier neue Fische fangen können. Aber ich bin jetzt hier nochmal mit, ja, ich sag mal, gemischten oder mittelkräftigen Setup unterwegs. Die Ruten, bisschen übertrieben, die Schnur, wie gesagt, mittelprächtig alles eingestellt. Und die Köder allerdings sehr klein. Und ich hab gedacht, komm, Alter, probier doch mal, wie sieht das denn aus? Und du hattest doch schon mal. Und da geht wieder was drin. Probier doch mal am Kuori einfach ganz simpel auf Spinner. Also schön die Spinner rausballern und dann gib ihm. Und die ersten Fische, die reingeballert sind, waren auch schon direkt vielversprechend. Zweimal eine kleine Seewarnforelle, die ganz gut Silber bringen. Ein Saibling ist auch schon drin, eine Zwergmarine natürlich. Also alles, was irgendwie klein ist, ballert natürlich gut rein. Und das ist natürlich jetzt ein Grund zu sagen, Alter, da gehen wir doch mal dran. Probieren hier einfach schön, zack, schon wieder. Probieren hier einfach schön verschiedene kleine Spinner aus. Und dann gucken wir mal, was da geht. Ich meine, hier stehen ja auch einige und angeln mit Ultralight zum Beispiel. Und wenn beim Ultralight doch die Fische reinballern auf den Ködern, das sind ja quasi die Köder, die ja auch am Belaya halt funktionieren, ne? Warum sollen die nicht auch hier schön entspannt beim Schleppen funktionieren? Und sie tun's. Ihr seht hier die Frequenz. Zack, ich werfe aus und es kommt ein Biss. Also sehr, sehr wild. Auch wenn es hier viele kleine noch dabei sind. Die Frequenz ist natürlich mega, wenn man Spinfishing pushen will, ne? Viele verschiedene Fische. Auch mal ein Barsch. Viele verschiedene Dinger. Ich hatte hier Anno Tobak irgendwie meine 100% auch gemacht auf Spinfischen. Da ging ein Aaland drauf. Der Aaland war der letzte Fisch. Auch hier am Kuori. Spinning, zack, Aaland. Unerwarteter Brocken. Hoppala, da habe ich nicht zugemacht. Unerwarteter Brocken und der hat dann die 100% gebracht. Gar nicht schlecht. So, den ändern wir jetzt mal auf dem Aquila in... Nehmen wir mal Blau. Blau hatte ich noch gar nicht. Oder wir nehmen einfach hier den Spiker. Ne, nehmen wir Aquila. Nehmen wir mal den hier. Und schön Farben testen. Also, ähnlich wie am Belaya. Schön die Farben testen. Eins nach dem anderen rausballern hier. Ich habe auch hier mal die Dragonfly-Bell-Dinger drauf. Set schauen wir uns gleich im Detail nochmal an. Nehmen wir mal hier Silber. Ich hatte gerade die ganze Zeit... Och, schon wieder einer. Und geht sogar fast ein bisschen in eine Bremse. Ich habe den Sound, soweit es geht, irgendwie runtergedreht. Weil das ja sonst hier mit dem ganzen Geblubber ist ja nicht auszudenken. Die ganze Zeit. Oh. Schön mit 3 Kilo. Und ihr könnt euch hier tatsächlich auch, wie gesagt, mit dem Set hinstellen. Mit dem Starter-Set oder mit dem Belaya-Set. 6 Kilo. Und einfach, was heißt hinstellen? Also rumschleppen, ne? Also völlig entspanntes Angeln. Und nebenbei halt schön Skillpunkte machen. Und kohlemäßig sollte das eigentlich auch ganz gut sein. Gucken wir mal. Das sehen wir aber dann später, wie das hier lübt. Einfach im Kreis fahren. Eschen ballern ja hier auch rein eigentlich, ne? Eschen sollte es hier auch geben. Gleich mal gucken, ob es in den Rekorden hier was gibt. Da wollte einer gerade, hat aber nicht so richtig. Hier ist aber einer dran und da auch wieder.
Also ihr seht, die Frequenz ist wild, ne? Mit drei Routen. Und was ist das Schöne? Man lernt gleichzeitig mit drei Routen oder mit zwei Routen schön hier im Kreis fahren. Kriegt so ein bisschen die Skills, wie man denn hier mit dem Boot fährt. Und wenn dann irgendwann mal so ein richtig dicker Brocken reingeht. Ja, das muss man einfach irgendwann mal machen. Das muss man ein bisschen üben. Und dafür ist das Gewässer halt auch sehr entspannt, weil es halt ein geschlossenes Gewässer ist. Und wenn man da halt dann versucht, schön einen Fisch müde zu drillen, dann ist das natürlich in einem geschlossenen Gewässer deutlich einfacher als in einem offenen. Aber die Situation wird mit Sicherheit irgendwann kommen. Guck mal, da hängt schon einer dran wieder. Irgendwas Lüttes, den lassen wir aber noch ein bisschen zappeln. Ich habe ja gerade erst ausgeworfen. Vielleicht ballert hier links und rechts gleich auch noch einer rein. Ach, ist das gut, ey. Schön. Einfach mal wieder auf hohe Frequenz schön ein rauskloppen hier. So muss das sein. Ja, und von der Route her, beziehungsweise von der Tour her, man kann natürlich hier einfach so im Kreis fahren. Ich hatte hier gerade meine Seewarnforellen alle in diesem Bereich, wo ich losgefahren bin. Also drehen wir jetzt hier nochmal eben schnell hart ein. Genau, übers 10 Meter Loch. So. Der ist immer noch da dran, der eine Fisch. Übrigens beim Auswerfen hier, ne, so mindestens 10 Meter. Mindestens 10 Meter weit auswerfen. Sonst ist die Scheuchwirkung von dem Motor, von dem Gedröns hier, von dem Boot zu groß. Nicht so ganz nah, sondern ruhig weiter werfen, wenn ihr nicht so weit rauskommt. Fahren, werfen, absinken lassen, dann erst zumachen, dann habt ihr auch wieder ein paar Meter mehr. Jetzt holen wir den mal eben rein hier. So. Ja, und dann wie gesagt hier schön immer so ein bisschen die Routen im Blick behalten, ne? Also die Fahrroute. Da ist auch nochmal wieder einer dran. Der erste auf dem blauen. Aber auch nur einen Borsch. Ändern wir mal direkt wieder auf eine andere Farbe. Aquila nehmen wir mal hier. Ach komm, nehmen wir mal aggressiv rot. Zack, raus. Ich lasse nochmal ein bisschen absinken. Zack, und dann erst zu. Dann ist er ein bisschen weiter. Und den auch wieder raus. So. Ja, und dann immer gucken, dass man sich so schön mittig ausrichtet. Map. Und dann siehst du halt genau, wo du hinfährst. Ne, schön hier lang. Und dann könnte man jetzt hier wieder rum. Oder man kann auch hier so eine 8 fahren. Ne? Mache ich eigentlich ganz häufig, dass ich hier einmal rumfahre. Dann fahre ich sogar hier unten über diese Stelle, die so ganz an der Mauer entlang geht. Da ist häufig auch mal so eine Seewarn dran. Und dann wieder zurück. So eine gequetschte 8. So. Und dann wird halt hier durchgeschleppt. Schön gechillt. Man kann natürlich auch hier diesen, also die aktive Route hier, wenn man drei Routen hat, die kann man natürlich nochmal, da kann man die, zack, die Spinner nochmal aktiv irgendwie nochmal ein bisschen schneller einkurbeln oder so Sachen machen. Also viel, einfach rumspielen, ne? Also wirklich so ein bisschen variieren oder auch mal zwischendurch wieder den Bügel einfach aufmachen, dass der Köder absinkt, dass dann quasi im Absinken vielleicht sogar noch ein Biss reingeht. Oh, da war doch gerade einer dran, ist wieder abgehauen. Ja, und dann natürlich immer darauf achten, fahre ich die richtige Route. Wenn ihr schon merkt, so hier im Augenwinkel, oh her, da kommt die Mauer langsam näher. Dann ist ja klar, langsam mal einlenken. Dass man da halt nicht davor dotzt, ne? Sobald man halt direkt dagegen fährt, dann kannst du auch nicht mehr links und rechts wenden. Das ist halt immer das Schlimmste, was passieren kann. Immer so ein bisschen gucken, was für einen Wendekreis hat das Boot. Damit, wenn man im harten Drill ist, dass man dann halt rechtzeitig nochmal umdreht. Und wenn jetzt der Fisch zum Beispiel in der Situation nach links abhauen würde, macht es natürlich keinen Sinn, nach links sich zu drehen. Dann fährst du halt direkt gegen die Wand. Dann lieber ein bisschen mehr Schnur lassen und
die Drehung in die andere Richtung machen. Sieht man halt gerne mal, dass dann halt genau verkehrt rumgedreht wird und dann stehst du da mit dem Kopf vor der Wand und der Fisch kann abhauen und du musst die Route abstellen, du verlierst vielleicht die Spannung auf der Route und, also Katastrophe. Aber das lernt man ja dann alles mit der Zeit, ne? So, nächste Route, nochmal einen anderen Köder. Gehen wir mal, was gibt es denn noch für simple Köder? Dragonfly Long, es gibt ja so ein paar Standard auch, ne? Einfach auch mal Sachen probieren. Komm, ich nehme mal, glaube ich, die hier. Dragonfly Long, habe ich ja schon ewig nicht mehr verwendet. Vielleicht ballert da ja was rein. Schön die Anfänger oder die Leichten. Guck mal, auf A3 schon wieder was drauf hier. Schön durchziehen. 26 Fische jetzt hier schon. 17 Minuten insgesamt. Ich sag mal, vielleicht den idealen Köder hatte ich jetzt, glaube ich, noch nicht. Ich war schon ganz froh am Anfang mit den Seewahn, dass die sich da haben blicken lassen. Das ist schon immer ein gutes Zeichen eigentlich. Seewahn macht immer Bock. Sehr, sehr schöner Fisch. Alter, hier gehen aber auch die fetten Barsche drauf, oder? Alter! Auf dem Spiker, auf dem 018er. Wir gehen gleich nochmal genau aufs Detail oder im Detail aufs Set ein. Aber so mega wichtig ist das Set hier gerade nicht. Also man kann hier mit verschiedensten Schnurstärken rumhantieren. So, holen wir den nochmal raus. Also verschiedenste Schnurstärken mit dem, was man halt hat. Und wenn man halt eben auch nur einen 3- oder 4-Kilo-Set hat, dann ist das natürlich besonders tricky und du wirst natürlich auch bei einem 2-3-Kilo-Set oder 3-4-Kilo-Set natürlich eher mal einem Fisch hinterherfahren müssen. Ich sag mal, effektiv wird es vielleicht, wenn man so im Bereich ist von 5-6 Kilo, da kann man dann schon ganz gut rausziehen. Da hat man dann vielleicht doch nochmal den einen oder anderen Drill. Aber auch da wird man die Fische halt gut mit rausbekommen. Und es ist dann nicht ganz so tricky. Ihr seht ja, die Fische sind im Durchschnitt, keine Ahnung, vielleicht 2-3 Kilo maximal bisher. Und das langt ja auch so. So, jetzt mal schnell aus der Hechtecke hier raus. Nicht, dass da noch was abgebissen wird. Da geht die nächste Seewahn rein. Oh, eine Baby-Seewahn, oder? So, fahren wir mal wieder. Bisschen Schub jetzt hier. Bisschen Turbo, die Kurve war jetzt so eng. Bisschen Turbo gegeben, jetzt wieder J drücken. Jetzt ist auch alles wieder richtig ausgerichtet. So, bisschen Schnur lassen. Fertig. Dann, das war jetzt gerade auf Rot. Habe ich noch irgendwas Rotes? Wir können einfach mal hier vielleicht den Spiker in Rot nehmen. Raus damit. Auch da wieder ein bisschen Schnur lassen. Zack. So. Und dann mal gucken, was geht. Richtung ist soweit okay. Vielleicht noch ein bisschen mehr einlenken. So. Genau, da fährt er jetzt hier so rüber. Übers 3 Meter, über die Untiefe. Und dann perfekt. Ja, und so dreht man sich dann hier schön im Kreis und kann dann im Idealfall, wie gesagt, mit 3 Routen hier ordentlich rausziehen. Kann man doch machen. Ganz entspannt. Guck mal hier, Alter, 30 Fischis schon. Wenn man dann natürlich guckt, es sind viele kleine dabei. Vorteil, nicht direkt sagen, uff, hier sind aber so viele unmaßige. Vorteil, selbst die unmaßigen Fische am Koori haben einen deutlich höheren Wert als die unmaßigen an den anderen Gewässern. Können wir ja gleich nochmal schauen. Zwergmarine. Die an den anderen Gewässern sind die halt häufig, es liegt einfach an den Fischen, an der Fischart. Die anderen sind halt häufig vom Preis her bei 0,0123. Und hier sind die immerhin bei 0,0. 10 oder sowas. Also die haben schon mal einen deutlich
deutlich höheren Wert. Das heißt, mit der Masse der Unmaßigen macht man dann doch noch ein bisschen mehr Silber. Als bei anderen Gewässern. Ne? Ist das natürlich nicht irgendwie erstrebenswert, ganz viele Unmaßige zu ziehen. Aber es ist dann eben auch nicht ganz so schlimm. So, gucken wir mal. Den hatten wir. Und den roten. So. Genau, also vom Setup gucken wir mal jetzt hier kurz rein. Wie gesagt, Route sollte natürlich der Schnur angepasst sein. Ich bin jetzt hier gerade mit 19 Kilo unterwegs, also sehr, sehr fett. Ich denke, man könnte auch gut mit einem leichteren Setup hier angeln und würde höchstwahrscheinlich sogar noch besser fangen. Also ich sag mal, ein Setup, wie gesagt, so unter oder vielleicht so um die 10 Kilo. Ich glaube, das reicht komplett. Da hat man mit Sicherheit auch bessere Fänge noch dran. So. Hat allerdings dann auch, ich meine, ich kann ja hier einfach eine Schnur dran machen. Mit 9. Aufpassen, wenn man die Schnurstärke, hoppala, Schnurstärke ändert. Bremse runter. Bügel zumachen. So. Da kommt eine Esche rein. Ach, guck mal da. Tatsächlich auch eine Esche am Koori. 1,3. Nicht schlecht. Auf dem 18er. So, da geht er wieder rein hier. Ich bin ziemlich nah hier gerade an der Insel. Hoppala. So, der funktioniert. Der rote hier. Schnell wieder raus. Ich glaube, da ist aber auch schon wieder was auf der... Ja, auf der 2 ist auch schon wieder was. Das ist dann natürlich immer so ein bisschen tricky mit der dritten Route. Lohnt es sich, die überhaupt noch auszuwerfen oder nicht? Ich meine, besser wäre es wahrscheinlich sofort. Also wenn man da einen Köder dran hat, der echt super funktioniert. Klar, immer wieder auswerfen. Oder vielleicht einen Testköder noch. Auf die aktive Route dann. Ihr seht, zwischendurch sinken die Köder halt richtig ab. Und das triggert. Und zwar diese Aktion, das war jetzt hier gerade ganz schön zu sehen. Die Aktion, dass man halt den Köder auswirft. Wir können das, guck mal, ob das nochmal geht hier. Man wirft den quasi aus, den Köder. Man lässt Schnur. So, man sieht, der Köder sinkt natürlich ab. Und geht dann langsam wieder hoch. Und dieses Rauf und Runter, diese Bewegung, hoppala, falsche Taste, diese Bewegung am Koori speziell, dass die Köder rauf und runter gehen, das triggert nochmal hart hier. Von daher könnte man tatsächlich auch, wenn man gerade mit den drei Routen hier unterwegs ist, ein bisschen Schnur immer lassen, man könnte auch einfach ein bisschen schneller fahren. Aktiv fahren, ohne Trolling. Ich fahre jetzt gerade Normaltempo. Und dann kurz mal Rückwärtsgang. Dann hängen die Schnüre einfach so ein bisschen durch. Die Köder fahren runter. Dann wieder vielleicht einfach Trollinggang nochmal wieder anmachen. Und dann steigen die Köder wieder hoch. Zip. Und das vielleicht speziell, zack, da ist schon einer dran. Das vielleicht speziell so über den Löchern machen. Dass sie halt nochmal extra weit absinken könnten. So, gucke mal da. Der Aaland, Alter. Mein guter alter 100% Aaland. So. Zack, da geht auch nochmal einer rein. Ja, und so weiter und so weiter. Also, das auf jeden Fall eine Möglichkeit, einfach um zu leveln. Also, Spinning leveln oder einfach, um entspannt ein bisschen Kohle reinzuholen. Denn beim Spinning hat man ja sonst halt immer nur eine Route draußen. Und hier die Chance halt bis zu 3 Routen auf Spinning draußen zu haben. Das ist halt schon mal, ja, mega gut. Und von den Fischen her lohnt es sich auch. Wenn ihr natürlich eine Strecke habt, eine Route, eine Tour habt,
hier, die super funktioniert oder wo halt mehrfach die dann sowas wie Seewarnforellen reingehen, natürlich schön beibehalten. Da muss man natürlich nicht straight dann diese 8 dann durchziehen, sondern vielleicht einfach in diesem Bereich einfach nur bleiben und ein bisschen durchziehen. Übrigens, man kann auch die Nacht durch hier durchbrettern, auch in der Nacht funktioniert's. Man muss also nicht da den ganzen Tag über hier nur und dann in der Nacht irgendwie, keine Ahnung, ist da nichts. Man kann natürlich nachts auch hier auf Brassen oder sowas probieren. Oder auf Saibling kann man natürlich auch probieren. Das heißt, wenn ihr hier vielleicht länger unterwegs seid, dann einfach mal hier von der Insel aus in die Löcher reinwerfen. Mit Eintagsfliegenlarve oder so und gucken, ob da vielleicht noch ein paar Saiblinge dran gehen. Also viele Möglichkeiten. Jetzt noch, solange das Gewässer so ist, wie es ist. Ich würde sagen, wir verkaufen jetzt gleich mal 45 Fische insgesamt. Ja, knapp eine halbe Stunde schon unterwegs. Und wenn die halbe Stunde dann durch ist, wird verkauft. Alter Falter. Gesagt und dann ballert es hier nochmal rein. Nochmal ein etwas dickerer Brocken. Und tatsächlich nochmal eine schöne Seewarn. Schön mit den kleinen Punkten. Mega gut, Alter. Richtig, richtig gut. Die wollen wir hier. Und da geht sogar noch einer rein. Alter, jetzt muss ich es hier abbrechen. In den schönen Abendstunden. Halt, verkehrte. Sehr schön. Was haben wir da noch? Nochmal eine Sefo. Die stürzen sich halt immer so richtig in die Tiefe, ne? Abgefahren. So, jetzt haben wir aber die halbe Stunde bestimmt voll. Nee, auch noch nicht. Siehst du mal, alles innerhalb der einen Minute. Da geht nochmal einer rein. Sehr gut. Ich hatte auch am Anfang die Seewarn direkt hier in dem Bereich. Vielleicht soll ich gleich einfach mal wieder zurückfahren. Einfach mal hier wenden. Zap, zarap. Und dann fahren wir jetzt zurück zum Anleger. Und dann wird aber verkauft. So, jetzt werfe ich aber nicht nochmal aus. Hier hätte nochmal hergetrollt, kurz vor dem Anleger. Immer dran denken, schön die Ruten wieder rausnehmen. Genau, sonst bleiben die auf einmal hängen. Gerade wenn das Ticket abläuft, ne? So, gucken wir mal schnell ins Café rein. Was haben wir denn hier? Viel Mischmasch, aber guck's dir an, wir haben sogar eine Esche dabei. Wir hatten sogar zwei Eschen noch dabei. Verkaufen hier die kleinere für 34 Silber schon mal. Zwergmarillen noch nicht genug. Da könnte man natürlich länger. Sefos so große waren auch nicht dabei. Barsche. Ja, auch Barsche. Mit so einem geilen Barsch-Shirt, Alter. Fängst du natürlich auch die geilen Barsche an. Barsche. 5 Stück. Ne, 6 Stück. 6 Stück. Ab 50 Gramm, also die ganzen unmaßigen, die verkaufen wir. Nach Gewicht sortieren, genau. Und dann verkaufen wir die für 13. Sind wir also schon bei über 40. Genau. 47 Silber schon. Und dann sortieren wir mal nach Preis und sehen hier unten natürlich, wie die Seewarn reinballert. Alter, 16 Silber, aber auch so eine Esche, gar nicht schlecht, ne? 15 Silber, 9 Silber, 8 Silber und so weiter und so weiter. In Gänze, ja, immerhin knapp 90 Silber in einer halben Stunde. Wir sind hier immerhin noch bei 30 Minuten. Halbe Stunde, 2 Kaffeeaufträge, also 140 Silber in einer halben Stunde. Kann man machen, kann man machen. Wenn wir jetzt gucken hier, genau, wie die Zwergmarillen. Die haben halt diesen wirklich günstigen Preis mit 0,03 als unmaßig. Und hier die Sefos schon, ne, die sind alle mal einfach 10, 20 Cent mehr wert. Auch im unmaßigen Bereich ist das halt ein Vielfaches von dem Standard nichts wert. Auch hier bei den Barschen, ne, 0,0, 0,0, 0,0. Aber die anderen hier, die haben halt alle schon immerhin... Das heißt, so ein paar Silber kann man halt damit noch mehr machen. Ist jetzt auch nicht die Welt, aber immerhin, ne? 3 Silber. Quasi wie ein schöner Fisch. So, verkaufen das Ganze. Ab in das Boot. Schön Bootfahren üben. Schön Spinning skillen. Einfach mit dem Belaya-Set rausziehen die Brocken.
auf entspannt. Petri, ihr Lümmels, wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren, Daumen da lassen. Bis zum nächsten Mal, Petri.